Das Fest auf Schloss Wildauen zu Ehren der illustren Runde dauerte an diesem denkwürdigen Abend lange. Und als man in der Reihe der Toasts und Tischreden noch von Colonel Sam Firegun an den jungen Wallerstein kam, wandte sich Prinz Otto Viktor an den Juwelier und stieß freundlich mit ihm an. Sie werden jedenfalls in Berlin ein neues Geschäft errichten. Zum Wohl. Zum Wohl. Sicher. Ich hoffe, dass die Kunden meines Vaters mir ihre Teilnahme zuwenden werden, sobald sie hören, dass der Sohn des Ermordeten sich etabliert hat. Und Sie, wandte er sich an den Colonel, werden wohl von nun an im Vaterland bleiben. Der Trapper schüttelte langsam den Kopf. Wen die Prärie einmal gepackt hat, durchlaucht, den lässt sie nie wieder los. Ich werde hier bleiben, bis der Prozess beendet ist und dann mit den Meinigen wieder zurückkehren. Und du, Peter? Ich? Herr Durchlaucht, ich weiß noch gar nicht, in welches Fahrwasser ich geraten werde. Vorderhand aber bin ich bei meinem Kumpel Heinz. Glaubst du? Lachte der Oberst. Jetzt aber hier, Leute, lasst euch eure Zimmer anweisen. Ihr bedürft alle der Ruhe und seid hier auf Wildauen vollständig zu Hause. So geschah es. Die zahlreichen Gastzimmer des Schlosses wurden fast sämtlich mit Beschlag belegt.